So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Dead by Daylight. Und der Aaron ist diesmal der Killer. Hallo, Aaron? Achso, ja. Ja, er hat was gesagt. Und demzufolge ist der Revano und der Sergeant Müller die Mitflüchtigen, Flüchtenden. Hallo, ja, und sind Aaron abhauen. Ich habe ein bisschen Angst, wisst ihr? Ach, ich kann drüber herkommen. Triff ich denn? Ich hab voll Angst mit dir, du bist voll gruselig. Ach. Deswegen trage ich doch schon die Maske. Ja. Mask. Ach, du trägst eine Maske? Also bist du schon mal nicht. Also bist du schon mal nicht da, Gobert. Oh, ich bin auch in seine Arme gerannt, das gibt's doch gar nicht. Möchtest lauf, lauf weg, weg, lauf weg! Egal wer da gerade hinter mir war, lauf weg! Ernsthaft. Was soll ich denn? Das war so schön. Bleib doch stehen, Mensch. Aaron, hau ab. Lass mich in Ruhe, Aaron. Aaron, wieso? Lass mich in Ruhe, weil ich das möchte. Wieso bist du schneller als ich? Mann. Ups. Ich bin dünn und sportlich. Aha. Hilfe, Leute, er hat mich. Ja. Mann, nee, immer bin ich der Erste. Ja, ich denke mal, du bewegst dich einfach zu auffällig. Nö, ich saß die ganze Zeit an der Ecke. Da. Hast du schon hingehauen, ne? Junge. Hör mal, wer da hängt. Du. Wen hast denn du? Achso, das ist der Dr. Falle, ist das. Er macht genau vor mir eine Falle gelegt. Ja. Und er hat mich geschlagen. Er macht genau vor dir eine Falle gelegt. So. Ja, ihr dürft mich retten, Leute, ihr dürft. Ihr könnt. Nein. Ja, ich bewege mich auch nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das weh tut. So. So, Freunde der Nacht. I love it, wirklich. Jetzt haut er ab und lass mich hängen. Ich befreie dich, alles gut. Komm auch renn weg. Warum kann ich dich denn nicht sehen, wenn du in der Bärenfalle gefallen bist? Ja, das wäre dazu brutal. Danke dir auch nochmal. Ja. Ach so, kommst du, warum rennst du immer von mir weg? Ich versteh's nicht, so können wir uns wenigstens mal gegenseitig heilen. Ja, weil der auf dem Weg war, weißt du, und ich wollte nicht, dass der uns schon wieder tötet, deswegen... Komm am besten zu mir. Nee, weil du bist in seine Richtung. Nee. Müsste jetzt irgendwo sein, wo er nicht ist. Ich habe auch kein Herzklopfen, keine Partymusik. Mir geht's gut. Partymusik? Geht dann mal voll ab, der Zäpfchen, wenn der hier so ausrastet. Aha. Ah, ich sehe den Killer, da hinten rennt der rum, der Iron. Iron High. Ist immer gut, wenn du den Killer im Blick hast, dann weißt du, dass du sicher bist. Hm. Einer von meinen Kameraden hier und Lust, mir ein bisschen an mir rumzuspielen und mich zu heilen? Ja, Aaron, da freut er sich, ne? Ja, immer. Er spricht die ganzen englischen Wörter, spricht er Deutsch aus. Im Deutschen, oder zumindest Aaron, so sagt er Aaron. Wieso? Oh, verwirren. Ich versuch doch nur den Killer zu verwirren. Verwirren? Siehst du, bei Deutsch kann man nicht. Verwirren. Verwirren. Immer so schwer als Killer jemanden zu finden, ne? Nee. Überall hörst du die Leute kriegen. Wenn man in der Nähe ist. Hör mal, wer da hemmt. Dann wird das auch schon wieder gar nichts, ne? Nee. Der ist schon alles wieder gut. Im Tiefschlafen. Alles gut. Der ist im Halbschlaf. Ich suche immer noch den Onkelchen mit dem Medizinkoffer in der Hand. Und ich hab keinen Medizinkoffer. Ja, oder du machst das mit der Spucke. Und dann bin ich wieder fit. Weißt du, was ich meine? Aber auch im Kopf, ne? So gut. Einmal spucken und dann bin ich wieder ready. Nur ich weiß nicht, wo der Gute her ist. Gibt's doch nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Oh, ich hab jetzt vor ihm den Generator angemacht und bin trotzdem noch hinkommen. Also, er hat mich schon gesehen. Also ich bin im Nebelgebirge. Mann. So laut. Oh, Alter.
Wer ist denn hier der Kistenluder? Das ist ja Wahnsinn, da kriegst du ja gar nichts mehr raus. Also, an der Kiste war ich noch nicht. Da, wo du bist, bleib da. Okay. Ja, Killer, du sollst dich nicht bewegen. Okay. Bitte stehen bleiben. Ah, geil, du hast. Ah, wenn du schon was hast, dann lässt du das Zeug in der Kiste drin. Ja. Das sieht zu nebelig, das Teil. Hast du es gefunden? Ja. Gut. Genau das habe ich auch. Du hast gepupst, gibst du. Gibst du, Aaron, du hast gepupst, gibst du. Okay, gibst du. Nimmst du mich, wenn du mich irgendwann mal anfängst, Onkel zu nennen, dann gibt's nur auf der Arme. Uncle Sam. Wir waren jetzt der Einzige, der noch am Rumhumpeln ist. Ja, am Rumhumpeln. Ist ja noch keiner auf die Idee gekommen, mich mal zu heilen. Nee, weil du, weil du immer von uns wegrennst, da kann ich ja nichts dafür. Ich komm ja schon, ich versuche ja schon mein ganzes Leben lang dich zu suchen. Hey. Ups. So ein Penner! Wie kann das sein? Wie kann das nur sein? Vielen, vielen Dank. Bitte? Für die Blumen. Vielen Dank. Hey, das sieht gerade echt pervers aus, was der da mit mir macht. Brauchst du noch viel? Was brauchst du noch viel? Wiggen? Okay, zu spät. Ganz klar gesagt. Hat ihr davon immer habt, jedes Mal nochmal zuzuschlagen. Achtung, er zielt eine Falle auf. So. Warum kannst du nicht lieber einen Pfannkuchen einlegen? Warum musst du unbedingt eine Pfanne? Weil das letzte Mal schon die Cookies verschickt hat. Schade, dass wenn man da reinläuft, nicht wirklich das Bein ab ist. Das ist ein Bärenfall, das ist kein Bärenabreißer, du. Achtung, unter mir ist eine Falle, liebe Freunde, falls jetzt jemand kommen soll. Oh, ihr seht es selber, euer sinnloses Generator. Nein. Ihr lasst einen hier aber hängen. Ja. Oh Mann. Ich hab keine Lust, dich zu retten. Leute. Der arme Onkel. Der jetzt flieht. Hm. Du weißt ja. Wird überbewertet. Warum ist denn derjenige, der mich gerettet hat, schon wieder von mir weggerannt? Wir hätten uns jetzt gegenseitig heilen können. Ihr lernt es einfach nicht. Ich bin schon längst fertig. Ja und, aber ich nicht. Geh weg, geh weg, geh weg. Du riechst. Na und? Ich hab Angst, Leute. Du stinkst nach Schlüpfer. Na. Also. Flipper. Er ist aber noch auf der Flucht, der liebe Rivale. Ja, bin am Wegslipper. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Ach, Gott sei Dank. Bleib mal kurz stehen. Ja klar, ich drehe mich noch um und ich ruf noch. Ah Mann, wo bist du? Nein. Hä? Ah! Wo bist du denn? Geh weg, ich seh dich. Ach, Ivano. Mann, ich kann nicht wegrennen, ey. Der hässliche Maskenmensch, der rennt schneller. Du bist doch kein Mensch, ey. Du hast Stacheln. Nee. Dein Höschen. Weißt du, was das Schöne ist? Nein. Kannst aufhören zu wickeln. Ich will aber wickeln. Wickel mal Hegel. Leute, es wäre super nett, wenn ihr mich retten würdet. Ich muss auch schon die Space-Taste drücken. So. Voll abgespaced. Er hat gleich drei Fallen aufgestellt. Achtung. Ja genau, weil ich gleich drei Fallen auf einmal nehmen kann. Aber die braucht noch einen Generator. Ja, der hat die Falle direkt vor meinen Füßen gelegt. Das heißt, wenn ich bereit renne in die Falle. Also ich kann nicht mehr lange... Shit, er hat mich doch gesehen, verdammt! Ja, dank die Musik. Dank der Musik? Wieso? Achso, dann macht man dieses Hardcore-Gedudel, ne? Ja. Rockkonzert. Ja.
Oh, aha. Scheiße, ey. Ich habe einen Rückwärtssalto gemacht, der hat mir eine verpasst, du. Meine Zähne sind weggeflogen. Mein Gott, ihr seid manchmal so schlau. Hm, wo ist der bloß? Ja, wir sind schon echt schlau. Ein bisschen, 2-3%. Gibt's doch nicht. Du bist verpackt. Nein, ich hänge in der Wand fest. Ja, Pech. Nein, geht nicht. Was machst du denn? Du musst dich mal kurz ducken, ducken und dann kannst du. Ja, jetzt bist du dran. Oh, mein Herz, ey. Ich hänge in der Wand. Gibt's doch nicht. Pass auf, hier gibt's auch viele Spiele. Wer ist jetzt verpackt? Nee, ist schon gut. Alles wieder dran. Ja. Mein Fuß hat sich an den kleinen Grashalm gewickelt und ich konnte mich nicht lösen. Danke. Die Wurzel war zu. Sie war zu hardcore. Achso, der Ausgang ist offen. Fällt mir gerade ein. Ja. Für mich raus, bitte. Begleite mich. Ins... Also einer ist schon offen, oder wie? Nee. Ist alle offen. Glaube ich nicht. Klar, die ganze Party, die ganze Fanmeile ist schon am Randalieren. Müller, wenn der irgendwas macht, sagt er ja nichts. Der Müller, der ist Mann, undercover, ich renn nicht mehr dagegen, du Stück Scheiße, Alter. Der eine auch kann helfen, ne? Luano rennt einfach raus. Also ein Eingang ist raus. Macht's okay, gut, liebe Freunde. Auch. Ja, ja. Ich bleib noch hier und warte, ob ich jemanden retten muss. Ich hatte Angst zu sterben. Ja, der Eingang hier ist hier offen. Wenn du es schaffst rauszukommen, dann sag Bescheid. Ja, ich bin gerade bei ihm. Der ist bestimmt. Ausgang ist hier offen, würde ich sagen. Ich sag mal Eingang. Oh, der Eingang ins Paradies. Doch, das passt. Müller ist bei dir ganz in der Nähe. Danke, dass du es mir verrätst. Bescheid. Nee, du bist falsch. Nee, falsch. Scheiße, das ist ja doch. Hallo, ich war auch weg. Brauchst du Surviven, hallo? Ach, warum geht der denn nicht auf? Nee, dann mach doch mal, Müller. Was ist eigentlich... Komm, die Tür ist gleich auf, Müller. Komm, schnell, komm. Mach die Tür auf, mach die Tür auf, komm. Müller, ja. Komm, der ist weggerannt gerade. Ja, ich bin doch. Haut ab. Bist du auch so gut? Nein. Yeah. Ach, Quatsch. So hat man einen Hund verjagt. Das war jetzt geil. Was? Hättest du da mal weiter diesen Eingang? Mach voll den Niederlage. Hättest du mal den Eingang weiter. Der Killer, nee, Alter, der hatte heute keine Lust zu killen, ey. Alle drei haben überlebt. Der Killer. Ich wollte einfach nicht campen. Ja, das stimmt. Beim Ausgang kann man ruhig campen, finde ich. Ich hab schon gedacht, okay. Warum steht das? Ja, gerade weil es so eine 50-50 Chance ist. Weil es zwei Ausgänge gibt. Von daher. Ja, okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Kill. So, wieder zurück hier auf dem Schrottplatz. Autohaven Schrottplatz. Ja, wir rennen mal wieder weg vor dem bösen Aaron. Und wir... Aaron. Wie du das heute mal Hallo sagst. Hallo. Und ja, rennen weg mit wir... Also, Rivano und Müller ist der Mitrennwecker. Weg. Mitwegrenner, so würde ich sagen. Auf du ein Wecker. Zum Glück ist der Aaron genauso blind wie der Rivano. Ja, das liegt an meiner Brille. Kettensäge, sind zu groß, ne? Es hieß nix, ne? Ja. Kettensäge hat er. Okay. Was recht. Warum schickt ihr die wieder weg? Weil du die Taste gedrückt halten musst. Blöd ist das denn? Ja, die Kettensäge ist echt krank, also die ist schon übel. Also wenn du triffst, ist gut. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Oh, Sergeant ist verletzt. Ach man. Verletzt. Kennen eure alle eure Tricks.
unsere Tricks. Wir haben doch keine Tricks. Wir rennen ja auch bloß davon und scheißen uns in die Hose. Unser einzigster Trick ist vielleicht, einen Koffer stehen zu lassen, wo du dann vom Gestank einschläfst. Hm. Koffer in Bezug auf Hosenwurst. Onkel? Hier, Onkel, hier. Ach, da. Genau da. Ah, ja, gut. Jetzt habe ich falsch. Ah, Sergeant hat sich hingelegt. Nein, falsche Taste. Wir machen die Arbeit und er schläft einfach. Ja, jeder macht das so. Machst du gerade Wickeln? Ja, Tastatur vergewaltigt. Das sieht aus, als würdest du einen Roman schreiben. Sieht aus. Das sieht immer aus wie ein Geräusch. Der Vivano ist der einzigste Mensch auf der Welt, der Geräusche sieht. Der ist wahrscheinlich der Devil. So. Oh Mann, war ich das? Das war eine Ablenkung bestimmt. Ja klar. Ja, willst du nur zugucken? Nee, ich bin ja weg. Weg.de. So, nächste Ablenkung da hinten. Ach Mann, das gibt's gar nicht. Ich bin doch schon gerannt wie ein Tornado auf Brücken. Oh Mann. Ja, das sag ich dir aber. Also ich lenke ihn gerade ab, du kannst den Sergeant gerne befreien, ne? Nö, ich mach den, ja, der macht die Generatoren, ich seh's doch. Okay. Lass mich hier verrecken. Ich bin ja fast fertig mit dem Generator. Ah, okay, jetzt bin ich am Boden. Ja. Er hat mich gepackt. Der hat mich gezappelt. Ja! Sehr schön, Sergeant. Leute, ihr müsst mich retten, ne? Meine Wickelkunst ist nicht mehr die beste hier am Start von Disneyland. Ja. Oh, als du mich nach 7 Kilometer weiter getragen. Bitte. Er hat mich mal hier hingehangen, Leute. Ja. Wir wollten doch schon immer zusammen abhängen. Du bist ja voll der Hänger. Aber wirklich. Er ist nicht mehr hier, also wollte ich nur. Nee, gucken. Campen ist auch scheiße. Ja, eben. Außer du hast vorhin dein Zelt aufgeschlagen, hab's genau gesehen. So. Das fand ich eigentlich ganz cool. Da wolltest du wieder wegrennen. Ja, ich hab eigentlich gedacht, der kommt wieder zurück, weißt du? Aber ich bin schon über alle Berge gerannt. Wie viele? Oh ja, das waren die 7 Gebirge. Ah, das ist 32,12. 14 mal runter. Oh, ich finde das so geil, diese Nackenmassage, die ich hier bekomme. Gratis. Na klar. Mitten im Wald, wo es neblig ist. Guter Ort. Ja. Heißt es ja, halt, ne? Ich bin halt der Massionator. Wäre ja auch auf geheimer Mission, ja. Genau. Wäre auch ein Zufall, wenn ein Mörder hier im Wald wäre. Ja, eben. Ach, ich meine, die Atmosphäre stimmt, ne? Ja, wenn es ein Haken. Killer wäre, wo man Angst vor haben müsste, dann wäre es schlimm. Oh, der Aaron ist voll nett. Der Aaron ist ein netter Killer. Der packt den Knübel aus. Der hat einen Arsch voll Arbeit. Und der kommt da liefst du von hinten. So, ich sehe die Generatoren nicht, das geht mir auf den Sack. Ey, du dreckiges Stück Fleischwurst, geh weg! Ich hab dir doch gerade noch einen Kopf reingeschraubt, jetzt bist du wieder am Abnibbeln. Ja, der ist. Ja, wenn er immer in die Ecken reinkriecht. Ne, überhaupt keine Ecken. War nicht in der Ecke, seitdem ich in der Ecke nicht war. Nee. Wieso tötet er mich, wenn ich über die Bande springe? Das gibt's gar nicht, ey. Na? Er hat mich, Alter, mit einer Hand packt er mich auf die Schulter. Das ist voll, ne? Selbst Hulk Hogan hat Probleme dabei. Ach, du kriegst das. Du würdest das ja in Real Life schaffen. Ich nehme auf jeden ein. Bibi. Ich nehme. Kennst du den noch? Auf jeder Hand nehme ich einen. Wie war das? Oh, ich häng schon wieder. Kennt mich ja. Er hat mich schon mal gesehen. Du warst nicht zufällig bei den Livestream dabei, wo wir beide gezockt haben. Nein, spiele Aaron, das hast du schon wieder vergessen, ne? Spiele Aaron? Aaron. Also wenn du rennst, ja? Wer? Ja, du. Dann wirst du irgendwann mich mal in der Ecke finden wieder. Drecksack, ey.
Mann, versteck mich so schön und dann dreht er es auf einmal da. Oh. Mensch. Oh, oh Gott. Hey. Wie hey? Hey. Hey. Oh. Oh. Ja. Ja. Nein! Ich hab das Ding gedrückt! Dieses komische Absperrbandmaterial. Ich häng schon wieder. Ich glaube, wenn er mich jetzt aufhängt, Leute, dann war's das mit mir, oder? Ja. Dreimal hing ich an der Wand, dam, dam. Ja. Ich will nicht sterben. War schön, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ich bin tot, leider. Aber egal, ihr habt Zeit gehabt, 38 Generatoren anzumachen. Kommen wir leider nur zwei Geschäfte. Leute, 20% auf alles bei Edeka. Außer dir Nahrung, außer ne? Ja. Animal Nahrung. Jo, ich geh da mal auf Zuschauen. Guck da mal bei den Onkel, was das so treibt. Kannst du mir verraten, wo er ist? Ja, der Onkel, der pflückt gerade Blumen. Ah. Flöhen. Für dein Grab? Und kratzen tut er sich. Für dein Grab? Ja, ja. Und der hat auch eine Spaten in der Hand und buddelt. Ja, das Grabe sind da im Himmel. Ich schmeiß die Blumen einfach in den Himmel. Ja, dieses Spiel. Ich sehe da hinten Lichter, da solltest du mal gucken. Da wo die Lichter sind, da ist es immer gefährlich. So, Leute. Oh ja. Möchte halten. Beschütze dich, Onkel, mit meinen Worten. Ja. Er ist ganz allein im Wald. Leute. Ja. Wollt ihr mich nicht besuchen? Nee, ja. Bei dir ist schmutzig. Oh, Besuch ist doof. Ja. Muss ich doch wie RTL. Hallo? Ah, der Aaron ist schon ganz weit weg. Kommt noch ein. Ein Generator. Lachen sich bestimmt halt tot. Ach Quatsch. Warum soll ich lachen? Ja, weil ich bestimmt 3000 Mal vorbeigelaufen bin. Nö. Yeah! Ich habe die Wurst. It's time to go home. Selber. Und lass meine Leiche aber nicht liegen, ne? Ich häng. Ah ne, ich bin ja schon im Himmel verwest und. Nein, Alter! Ah! Meine Augen! Ach, du bist jetzt geblendet, oder was? War. Das sah gerade voll aus, als würdest du dich wegteleportieren. Cool. Ich hab ein Bild von dir gesehen, dann war ich geblendet. Ihr müsst die Türen aufmachen, um rauszukommen. Ach nee, Revano. Mhm. Nee, ich muss denen das doch sagen. Mach die Tür schneller auf, noch schneller. Noch schneller. Also so ein Brett mit zwei Tritte zu machen, ist bestimmt cool. Ja, du hast ja auch eine große Schuhgröße, ne? Schuhgröße 5. Knappe Bürste. Ach, guck mal. Humpelstilzchen, komm. Humpelstilzchen. Okay. Nee, erst das. Erstmal schöne Massage genehmigen, ne? Na klar. So, wo bist du jetzt, Onkel? Ich hab den einen. Okay. An der Tür ist der. Ey, geh nochmal hin, guck nochmal andere Seite, ist das ein Mond da? Wo? Vollmond, sieht ja voll mega nice aus. Ja, tatsächlich. Hm. Der Aaron ist ein Werwolf, getarnt als Kettensägen-Massaker-Man. Woher weißt du das? Ich hab deinen Schwanz gesehen, oh scheiße, ich klinge jetzt kacke. Okay, ich rette mich kurz, flauschigen Onkel, renn bitte.
Du musst die Batterien nach ihm werfen. So, die Taschenlampe hat sein Gesicht halten. Schön geärgert zum Abschluss. Wunderbar. Ja, richtig geil. Hast du das nicht gesehen, wie die Batterien auf dich geworfen hat? Nein. Klein Stein, Kieselstein, der war auf. So, okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Kill.